Hey Leute, wir sind zurück auf Malta, das heißt die Vlogs sind back. Dieses Mal Roto Rio und jetzt seht ihr mich auch endlich mal oberkörperfrei. Viel Spaß bei dem Video. Morgen. Gerne reinschneiden, bitte, danke. Einmal ist auch key. So Leute, wir sind hier mit dem Media Day jetzt durch und ich habe mir mal den guten Karin geschnappt. Moin. Weil wir ja morgen das erste Spiel gegen Sengal haben. Und du hast ja mit Skrunk zusammengespielt, damals bei Kovana. Mhm. Wie ist das so, dass ihr euch jetzt in Malta hier wieder trifft? Ich finde es sehr cool, muss ich sagen. Damals, sag ich mal, bei Kovana natürlich nicht den Ansporn immer gehabt, immer aus RMR zu schaffen, sag ich mal. Und dass wir jetzt, sag ich mal, uns gegenüberstehen, im ersten Spiel vor allem sogar, freut mich sehr. Also auch für ihn natürlich. Es ist halt, spielt schon seit sehr langer Zeit und hat, ich glaube, jetzt natürlich das davor bei PGL RMR das erste Mal geschafft, aber jetzt das zweite Mal auch. Mhm. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr aufs Spiel. Robin, mein Bester! Ich muss dir Fragen über dich beantworten. Komm sofort rüber hier. Also, das wäre sehr witzig. Ich flash euch und dann whiff ich 30 Schuss, aber immerhin wart ihr kurz gold. Das bin ich. Ich spiele ja dieses Mal ohne Josef, der ist leider krank und Elias hilft uns jetzt auf. Aus. Wie ist das so, das Gefühl, dass Elias jetzt mitspielt? Also eigentlich ging es relativ schnell, sag ich mal, hat er schnell wohlgefühlt. Natürlich ist es ein bisschen anders noch für uns und auch für ihn, sag ich mal. Ja. Ich meine, viele kennen Elias. Nils hat mit ihm zusammen Academy gespielt zusammen. Ich habe sehr lange mit ihm gespielt, ist einer meiner besten Freunde. Und ja, aber natürlich trotzdem immer ein bisschen was anderes, vor allem was im Spiel halt auch, sag ich mal, geht. Und ja, also die Stimmung ist sehr gut. Ist leider wieder ein bisschen unglücklich für Josef. Es tut mir auch sehr leid. Er hat sehr, sehr gut trainiert. Er war schon am Anfang ein bisschen krank, als wir mit dem Bootcamp angefangen haben. Mhm. Und dann wurde es leider immer schlimmer. Ja, aber die Stimmung mit Elias ist sehr gut. Wir haben sehr gut trainiert, wir sehr viel trainiert und sind auf jeden Fall confident. Ja, du hast ja eben gerade über das Bootcamp geredet. Wie genau sah der Trainingsplan aus? Wart ihr alle vor Ort? Mhm. Dann haben wir es erstmal so gemacht, dass alle anderen, also Nils und Grisch, ins Bootcamp kamen. Wir erstmal, sag ich mal, zu vier bzw. zu fünf mit Fatih da trainiert haben. Und als wir dann gemerkt haben, dass es Josef nicht mehr so gut geht, ist Elias auch direkt am Abend, wo wir, sag ich mal, die Entscheidung getroffen haben, ist er auch direkt nach Berlin gekommen. Und ja, seitdem haben wir eigentlich keine Pause gemacht. Wir haben so Trainingstag sah ungefähr so aus, dass wir uns um 11 Uhr mal getroffen haben. Haben dann so mal ein, zwei Stunden Theorie gemacht, auf den Server gesetzt, ein paar Sachen nochmal durchgegangen, vielleicht neue Sachen hinzugefügt. Und dann haben wir meistens 6 PCWs, also 6 Plays gespielt. Und ja, dann haben wir immer danach so 19 Uhr waren wir ungefähr immer fertig. Und dann gab es eine kleine Pause und haben wir eigentlich mal weitergemacht. Also es waren schon lange Tage, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute auch... Jeder hatte einfach Bock, jeder freut sich, ja, jeder ist motiviert, jeder hat Bock auf dieses Turnier, jeder möchte es unbedingt aus Major schaffen und ja, sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja, nice. Dann entlasse ich dich jetzt erstmal wieder, geh pracken und wir sehen uns später. Später. Bitte. Seid motiviert, aber lasst nicht die Mics durchdrehen, okay? Thomas, das geht ja frisch, nicht so viel rumschreiben, bitte. Doch, komm. Ready? Smoke. We don't like each other that much. Ist das eine richtige Höhe? Scheißegal. Das ist schon klein, Alter. Schon klein. Aber das brauche ich eh nicht. Das ist die T-Seite und wir gewinnen die erste Klippe. Wir machen 16. Nee, wir machen 16-3. Nice! Ich wollte uns nicht hin.
Gotta get a move on, and they still don't know about the two players on the side. Tamsin just pulling distraction and gets another kill on the scrum. Oh, swing out against Fousey for the triple. Reload should catch him dead for Corey's part, but Sin so quick to respond. A 14-1 heartbeat. It is absolute decimation against Sangor. He's forced to react. Backup is on the way, but the kill's coming into Sin and Tamsin. A 5-on-3 as the pistols fall, the rifles next to take face. Squad will get Keto on one, but the retain's got to get set up and solve. Der ist verrückt, der geht über die rote Linie. Jetzt sind wir raus. Krasses Spiel, wirklich. Schön anschaubares Game. Was für ein Überraschungsei hast du da gezogen? Wie viele Eier habt ihr gegessen, dass ihr eine Figur gezogen habt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Stimmt, ich habe auch mal eins gekauft. Ich habe mich voll gefreut, so eine coole Figur oder so. Einfach so ein Handy-App-Spiel oder sowas. Weißt du, wie der heißt? Nee. Mo. Mo. Mann ohne Hals. Ehrlich? Ja. Es ist so ein Game, ich war immer ready. Wo sitzen die? Nicht Kopf und sonst setzen, Mann. Ja, alles gut. Ja. Ich spiele gegen Vitality Fans. Ist okay? Ja, ich hab nämlich Bock, Team zu werden. Der wird die ganze Zeit gefilmt. Alter, go big, mal go home. So Leute, guten Morgen. Wir haben es leider vergessen, gestern Abend noch die Abmod aufzunehmen. Deswegen nicht wundern, wir sind jetzt den nächsten Tag am Morgen von so einem Spiel gegen Sengal und komm, Alter. Wir machen es auf dem richtigen Balkon, das ist hier, glaube ich, ein bisschen eng auch. Lass es mal hier machen. Ist, glaube ich, besser. Da ist ein bisschen mehr Platz. Hier. Läufst du schon? So, Leute. Wir haben jetzt leider den nächsten Morgen, weil wir gestern Abend vergessen haben, die Abmod aufzunehmen. Gestern Abend gegen Sengal gewonnen, 16-3, sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gute Performance von allen Jungs, vor allem auch von Elias, hat mich sehr gefreut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liken, subscriben, Glocke drücken und wir sehen uns im nächsten Video. Go big, Leute!